Willkommen bei Kochen mit Mutti. Ich habe heute eine schöne Schale Erdbeeren und Lust, einen Tortenboden damit zu belegen. Aber ich habe keinen Tortenboden zu Hause und es ist Sonntag, also was tun? Es gibt ein ganz einfaches Rezept, um Tortenboden selbst herzustellen. Also ich habe hier so eine Form, ihr könnt auch, wenn ihr so eine runde Quiche-Form habt oder notfalls eine Springform nehmen, dann fehlt euch beim Belegen nachher lediglich dieser eine Rand. Ja? Die habe ich schon gut gefettet, damit der Boden nachher nicht kleben bleibt. Ihr könnt auch zur Sicherheit noch ein bisschen Mehl oder Semmelbrösel streuen. Ich mache mir immer so eine Mischung aus Mehl und Fett, dann habe ich alles gleich in einem und bin dann fertig. Ich kann euch mal in die Videobeschreibung schreiben, wie ich mein Trennmittel hier da mache, wo ich immer alles, wo eventuell was festklebt, mit einfette. So, dann geht's schon los. Ihr braucht keine Waage, um den Teig herzustellen. Das geht ganz einfach. 2 Eier. Ich habe hier kalt gepresstes Rapsöl. 3 Esslöffel. Drei Esslöffel Wasser. Fünf Esslöffel Zucker. Sieben Esslöffel Mehl. Sechs, sieben und 2 Teelöffel Backpulver. Das Ganze wird jetzt zu einem gleichmäßigen, ziemlich flüssigen Teig mit dem Mixgerät verrührt. Dabei bin ich mal still, dann können wir den Ton wegmachen. Wie jedes Mal bei Rührteig lieber eine Minute länger rühren als zu kurz. Und jetzt kommt das Ganze, ich versuch's mal hier so überhand zu machen, in die Form. Doch mal hier so ein bisschen kratzen, damit alles rauskommt. Übrigens, wenn ihr mehrere Tortenböden machen wollt, macht die bitte nacheinander, immer nur einzeln. Das ist ein Trick, den mir meine Schwester aus Thüringen verraten hat bei dem Rezept. Irgendwie wird das nicht richtig, wenn ihr jetzt mehr Teig macht und die dann nacheinander backt. So, das Ganze so laufen lassen, dass es sich gut verteilt. Und so kommt das jetzt bei ungefähr 180 Grad Umluft für etwa 25 Minuten in den Herd. Guckt ruhig nach 20 Minuten schon mal, wie es aussieht. Also irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten braucht er, dann ist er fertig. Und dann hole ich euch wieder und zeige euch, wie es aussieht. Bis dahin. Tschüss. 25 Minuten sind vorbei. Und hier ist er. Wunderschön. Gleich mal so ein bisschen wackeln. Ja, seht ihr, dann fängt er an und springt hoch. Dann ist er schon mal locker. Ich könnte jetzt wie einen Eierkuchen schmeißen. Ich lasse den einen Moment so stehen und gebe den dann auf meinen Untergrund. Ich lasse erstmal ein bisschen abkühlen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
So. Jetzt haben wir hier einen sehr schönen Tortenboden. Den werde ich gleich mit Erdbeeren belegen. Bevor ich Obst drauf tue, das hat mir meine Mutter mal beigebracht, zeige ich euch noch, wie ich den vorbereite. Und zwar ein einfacher Trick, dass das nachher vom Obst her nicht durchweicht. Ja, Erdbeeren, da geht das ja einigermaßen, aber es gibt durchaus auch Obst, wo das nicht so, wo viel Saft drin ist, auch wenn man es abtropfen lassen hat. Und da nehmen wir ein Päckchen Sahne steif, was man sonst an die Schlagsahne mit ran tut. Und verteilen das. Dann ist die Oberfläche von unserem Tortenboden so wie versiegelt, dass der Saft nicht in den Tortenboden durchgeht. Und dann könnt ihr anfangen, alles schön zu belegen mit Obst. So, das mache ich jetzt ganz in Ruhe und wir sehen uns dann wieder, wenn ich den Guss drauf mache. Ich habe jetzt alles mit Erdbeeren belegt. Nun fehlt bloß noch der Guss. Tortenguss. Ich nehme gerne den mit Erdbeergeschmack, weil die frischen Erdbeeren keinen Saft haben. Wenn ihr Saft habt, geht der normale rote Tortenguss auch genauso. Aber wenn ich den mit Wasser mache, schmeckt der hier besser. Drei gestrichene, also ohne einen großen Haufen obendrauf, Esslöffel Zucker. Mit dem Pulver vom Tortenguss vermischen. Und das habe ich gelernt bei meiner Mutter. Ist somit das Wichtigste, dass man das erstmal richtig gut miteinander vermischt, Zucker und Pulver, dass das ein Pulver ist, schön gleichmäßig. Und dann erst ein ganz klein wenig von dem Wasser, das sind 250 Milliliter für diese eine Packung. Und erst, wenn alles aufgelöst ist, nach und nach mehr rein. So, jetzt kann ich auch die Herdplatte schon mal anmachen, dass es dann warm wird. Und dann geben wir nach und nach das Wasser zu. Und da muss man jetzt dabei stehen bleiben, bis es aufkocht, immer wieder auch umrühren. Dabei bin ich mal still, dann können wir schneller machen. Jetzt geht's langsam los. Einmal richtig schön aufkochen. Das sollte reichen. Dann nehmen wir den mal von der Hitze. Ich stelle euch noch ein bisschen anders ein, dass ihr zugucken könnt, wie ich den Tortenguss jetzt aufbringe. Und zwar fange ich in der Mitte an. Dass sich das nach außen zu verteilt. Versuchen, dass alle Früchte damit bedeckt sind. Sieht einfach auch schöner aus. Macht ein bisschen Arbeit. Jetzt rutscht mir hier eine weg.
Aber umso schöner das Ergebnis. Und schon kann ich meiner Familie heute zum Kaffee eine Freude machen. Es gibt leckeren Erdbeerkuchen. Der Tortenboden ist ganz einfach zubereitet und kann auch mit allen möglichen anderen Dingen belegt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.